Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Es gibt mal wieder eine Cops vs. Racer Save the VIP-Ausgabe. Es ist halt einfach das aufwendigste Format und deswegen können wir es nicht so oft bringen. Aber wenn es kommt, dann schlagt es ein wie eine Bombe. Zumindest mal hoffe ich das. Mit dabei in der heutigen Ausgabe haben wir den Andy, Acidburn, Crapper, Darf sei nicht gut, Farox, Sturmgolf, JK, Nicefiber, Stifler, General Broccoli und Pingversen. Grüßt euch alle. Hallo. 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 Servus. 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 Ja, und da wir ein bisschen geübt sind, was Cops vs. Racer angeht, starten die Cops tatsächlich heute mal ja von der Ursprungslocation, wenn wir City CVR spielen. Dachte ich mal, ja, das wäre doch auch ein cooler Start für die komplette Kolonne. Da auch direkt der Hinweis, beide Runden, die wir heute spielen werden, werden identisch sein. Also jede Runde besteht ja aus drei Stages und diese drei Stages werden heute tatsächlich gleich sein. Das gab es noch nie. Wir haben zwar gern mal Hin- und Rückrunde gespielt, sprich, man ja, fährt die ersten drei Stages in die eine Richtung und dann die anderen wieder umgekehrt zurück. Heute tatsächlich alles identisch, also man kann heute definitiv nicht sagen, dass es an den Stages lag. Das liegt dann jetzt wirklich nur an den Teams bzw. an den Strategien. Und apropos Strategien, wir gehen aber mal gemeinsam direkt auf die Karte. Da können wir nämlich dann direkt einmal die erste Stage der ersten Runde durchgehen. Gestartet wird, wie schon gesagt, am Ursprungs ja, CVR-Plätzchen oder wenn man so möchte, am Scott Monument, was ja hier so mehr oder weniger daneben steht. Und das Ziel ist ganz da unten am Strand, nämlich bei Fetch Corner, also bei der Strandhütte. Da geht's hin. Die Angreifer dürfen ungefähr wieder in der Mitte starten. Das ist irgendwie hier an dieser Kreuzung. Da kann man, glaube ich, auch The Titan starten, diese Veranstaltung, also ein bisschen südlich vom Leuchtturm. Und ja, der Scout bei den Angreifern ist ja wieder ein bisschen, ich sag jetzt mal, vogelfrei. Da darf ja wieder ein bisschen variabler starten. Ja, Scout wird in der ersten Runde der Andy sein, das wird aber gleich nochmal erzählen und da werdet ihr auch gleich sehen, wo er startet, wie er spielt, denn da nochmal gleich der Programmhinweis, alle Sichten in der Videobeschreibung verlinkt und auch heute sollte es eigentlich so sein, dass ihr auf jeden Fall die Möglichkeit habt, wenn ihr alle Sichten anschaut, dass ihr wirklich da von allen Seiten ein bisschen was mitbekommt, dann könnt ihr nämlich sehen, okay, wie spielen es jetzt die Angreifer, wie spielen es jetzt die Cops und dann in der nächsten Runde genauso umgekehrt. Ja, ich würde sagen, ich wünsche dem angreifenden Team, was diesmal oder in der ersten Runde aus Sturmgolf, Andy und Crapper besteht, viel Spaß. Die erzählen jetzt dann gleich bei Andys Aufnahme zumindest mal, was sie da vorhaben. Und ich erzähle auch gleich mal, was wir als Cops vorhaben. Ja, viel Spaß euch und bis vielleicht gleich. So, wunderbar. Die sind für sich. Dann erklären wir ganz kurz, was wir vorhaben als Ziel. Das muss ich nur kurz ins Spiel reintappen, weil ich jetzt kurz draußen war. So, wunderbar. Ja, Ziel ist klar. Wir haben gedacht, wir fahren ein bisschen den indirekten Weg, aber trotzdem, glaube ich, ein relativ schneller Weg. Wir versuchen jetzt die Stadt quasi über diesen mittleren Autobahnkreisverkehr zu verlassen. Dann fahren wir auch dieses eine Stück die Autobahn nach unten, verlassen bei der ersten Abfahrt, fahren dann hier auf die sogenannte Boomerangstraße, auf die Windparkstraße. Die fahren wir dann hier rüber, die dann ja in unsere selbstgenannte Delfinstraße mündet. Und die führt uns ja dann direkt eigentlich zu Fetch Corner, eben zur Hütte. Und ich würde sagen, das ist die Strategie. Limofahrer ist in der ersten Runde der Stifler, der zeitgleich auch dann so ein bisschen der Präsident ist, wobei ich ihn da versuche, ein bisschen zu unterstützen. Ja, und bevor ich jetzt das Startsignal gebe, um da einfach ein bisschen mehr Übersicht zu bekommen, mache ich ganz kurz mal hier unten Zeit und Position aus. Das ist nämlich zeitgleich auch die Spieleranzeige. Ja. So, gut, da kommt auch schon ein Signal. Dann bestätigt ihr das und dann geht's los. Jeder nacheinander. Achtet auch auf den Verkehr. Achtet auf die Straßenbahn. Das wäre jetzt geil. Straßenbahn kommt, Limo tot. Runde vorbei. Das wollen wir natürlich nicht. Straßenbahn. Ja, wie gesagt, achtet da ein bisschen drauf. Das ist auch bei jedem ein bisschen anders synchronisiert. Deswegen, ja, die erste dann vorne links ab. Die Jungs, nicht so schnell, ne? Das sind sehr viele Passanten. Ja. An die Fahrzeuge, die vor der Limo fahren, achte darauf, versucht die Kurven dann auch echt über 120 zu fahren, wenn es irgendwie geht. Dass die Limo, so gut es geht, so schnell wie möglich einfach diese Sachen passieren kann. Die nächste dann rechts vorne. Und der Scout vorne ruhig ein bisschen Abstand, ruhig 200, 300 Meter. Genauso auch dann der R6 hinten ein bisschen fallen lassen. Einfach nach hinten scouten, das was, wenn was von hinten kommt, dass wir da einfach früh genug Bescheid wissen. Ja, Sonderregel, dass man eine Autobahn nur ein Stück weit befahren darf. Gibt's weiterhin?
Sprich, man darf die Autobahn nur einen Abschnitt lang fahren, dann muss man sie verlassen, darf sie dann an einer anderen Stelle wieder befahren und wieder ein Stück fahren, aber wir dürfen keine zwei Teilabschnitte auf einmal. Das machen wir jetzt gerade. Am besten dann auf die rechte Seite wechseln, sobald es wieder geht, dass wir nicht links hochfahren müssen. Ihr müsst aber ein bisschen auf den achtet aber auf den Verkehr, bitte. Total schlimm. Hinten macht ja auch so weniger Sinn. Hinten der R6 deutlich mehr zurückfallen lassen, bitte. Okay. Also wirklich, dass du frühzeitig warnen kannst. Du kannst ja mit dem R6 easy peasy wieder aufschließen. Ist ja die stärkste Cop-Einheit hier in der Runde. Ja, Cop Designs hat es nicht alle geladen, falls sich jetzt jemand fragt, warum der Camaro hier auch so ein Tarnschwarz unterwegs ist. So, dann da vorne rechts abfahren. Dann hoch und dann die nächste direkt wieder links. Vorsicht, Gegenverkehr. Also hier rechts und dann... Ja. Also bis jetzt haben sie uns noch nicht entdeckt. Scout, immer aufpassen. Da könnt ihr irgendwo einfach auch warten, weil der wird alleine nicht angreifen, schätze ich mal. So, und jetzt doch von hinten kommt was, oder? Nee, doch nicht. Nee. Das war ein Schatten in meinem Auge. Ich habe euch nur ein bisschen, dass Adrenalin da bleibt, weißt du? Ich habe das Gefühl gehabt, ihr werdet wieder nach sich. Nein, Spaß. Ja, ist gut. Ich habe schon Hallos. So, jetzt Boomerang. Sollten wir gucken, dass die Limo wirklich ihre 120 durchprügeln kann. Das wäre schon ganz geil, weil ich glaube, hier können wir echt gut Meter machen. Weil bei der Delfinstraße haben wir super, 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 super viel Brücken. Oh, da müssen wir echt 120. Aufpassen. Hier da hinten. Links ist ein Auto. Jetzt haben sie uns noch nicht entdeckt. Kommt hinterher mit der Limo. Hat langsam, ja, wenn ja. Die aufschließt. Da oben könnte was stehen. Oben rechts. Das jetzt nicht genau gesehen. Ja, weiß man nicht. Egal, wir fahren. Das bockt jetzt nicht. Aktuell haben wir noch nichts. Und jetzt einfach durchziehen eigentlich. Mehr, ja, jetzt ist es eh mehr oder weniger der direkte Weg. Auch wenn die Forza-Route mir eine andere vorschlägt, aber ich glaube, die fahren wir jetzt mal nicht. Zu viele Abzweigungen. Ja, also, sollte es keinen Kontakt geben bis jetzt da vorne, hätte ich jetzt gesagt, als Vorschlag zur Güte, ich bin kein Präsi, ich weiß, aber ich sag das jetzt einfach. Weil da vorne viele Brücken sind, sollten wir echt gucken, dass wir vielleicht die beiden Bodyguards links und rechts sich dann platzieren. Damit, falls doch was passiert, dass du definitiv nicht an der Brücke hängen bleibst. Dass dann eher die Bodyguards oder sowas dann dagegen gedrückt werden. Aber jetzt warten wir mal noch ab. Und der eine Bodyguard, versuch mal bitte Paradox, hinten dran zu bleiben. Okay, ich wollte eigentlich schon jetzt auf links Schutz gehen. Ja, solange wir nichts entdecken. Wir haben ja einen Scout vorne, wir haben einen Scout Camaros, hinten. Ihr könnt ein bisschen schneller fahren. Die Limo ist von uns. Die Bodyguards, ja. Ja, ich fahre aber knapp 120, also. Ja, ich fahre auch gerade 125, aber... Ja. So. Nicht, dass wir sie ausbremsen. Ja. Ab 500 Meter ist eh Safe Zone, heißt... Wir haben es schon fast geschafft. Strategie ging auf, bis jetzt. Jetzt vorne aufpassen, die Kurve, also alle, die vorne sind, baut ein bisschen Vorsprung aus, dass die Limo relativ zügig Auto? Da rumfahren kann. Links nach dem ersten kommt auch noch mal eine. Nennt die Autos, also nennt die einfach Passanten oder Zivilisten oder sowas, dass wir da nicht das verwechseln dann gleich später. Sehr gut. Aber das ist Gegenverkehr. Ja, das haben wir schon fast geschafft. Also da kommt kein Angriff mehr, würde ich sagen. Ich bleib links, Limo, da hast du recht vorbei. Ja, zum Aufwärmen war es okay. Safe Zone haben wir erreicht. Jo, ich gebe denen mal das Signal. Es ging schnell, Leel. Ja, das war jetzt auch eine kurze Stage. Jetzt kommt eine richtig lange Stage. Und ich würde einfach sagen, wir machen da auch kein großes Hack-Mack. Deswegen sagen wir jetzt einfach an der Stelle mal, ja, schauen wir doch mal, wo uns die zweite Stage hinführt oder wo wir da hinfahren müssen und was unsere Strategie ist. So, die längste Stage steht an. Es geht jetzt natürlich von Fetch Corner bis ganz da nach hinten nach Lake Lodge, also die VIP-Hütte.
Und da gibt es natürlich tausende Möglichkeiten zu fahren. Es gibt aber nur einen Startpunkt für die Racer, beziehungsweise für den Attacker und den Heavy, der Angreifer. Und zwar genau, jetzt kriege ich es nicht genau hin, weil das immer springt. Genau hier, der Scout ist wieder natürlich wieder so ein bisschen random. Das müssen wir mal gucken. Wir fahren allerdings da nicht drüber, sondern wir haben uns überlegt, so eine, ja, Strategie mit A und Teil B. Wir fahren jetzt erstmal die Strandstraße komplett nach Norden hoch bis zu diesem Punkt und dann entscheidet sich, ob wir da schon in der Verfolgung sind. Ja oder nein? Falls ja, dann fahren wir quasi mehr oder weniger hier über diesen Weg, lalalalalala, über mehr oder weniger dann den direkten Weg. Sollen wir in keiner Verfolgung sein, dann fahren wir nochmal über die Stadt. Und da auch nochmal der Hinweis an die Zuschauer, das ist Safety VIP, Stadt ist hier keine Sperrzone. Ja, das nur mal, um das klarzustellen. Aber die Stadt ist auch zeitgleich, wenn es eine Verfolgung gibt, eine absolute Todeszone. Denn sollen wir in der Verfolgung sein, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo die Racer die Limo kaputt drücken können. Deswegen entscheiden wir tatsächlich auch hier vorne dran, ob Verfolgung oder nicht. Ich würde sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit. Das ist die Taktik. Wir hoffen einfach mal das Beste. Wir hoffen natürlich für euch, dass ein bisschen Action entsteht. Aber wir hoffen trotzdem auch für uns, dass wir die Stage vor allem überleben. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich gebe das Startsignal und dann geht's vielleicht auch schon los. Vielleicht aber auch nicht. Doch, es geht los. Wunderbar. Okay, go, 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 go. Jetzt müssen wir richtig viel Meter machen. Achtet auf das Fahrzeug da vorne. Vorsicht, lass da rechts. Fahrt einfach links dran vorbei. Ja. Ja, dann lass da. Ist aber jetzt gerade ein bisschen neblig. Vielleicht unser Vorteil. Ja, und die alle, die hinten sind, echt ein bisschen gucken, ob der Scout oder so schon in Sichtweite ist, weil. Wenn der uns entdeckt, das ist schon ganz entscheidend. Der hintere Scout darf ruhig jetzt ein bisschen näher zu uns, weil du könntest uns sonst verraten vielleicht, wenn du zu lang da hinten chillst. Ja, ist gut. Hätte ich jetzt gesagt. Wie war das? Ich bin kein Präsident, ich merk's. Ja gut, das ist halt dann... So weit nach hinten kann ich nicht gucken. Der Erfahrungswert. Ja, ja, ich bin deine erweiterte Sehhilfe. So sieht's aus. Weg, weiter erkennt Brokkoli. Sie ja, die Ray Brillen. So. Schade, dass es keinen Tempomaten gibt, ey. Stimmt. Also bis jetzt sehe ich keinen. Es könnte halt sein, dass die von links jetzt irgendwie durchbrechen über die Verbindungsstraße oder so. Ja, wir brauchen dann jetzt gleich eine Ansage. Entweder ja, jetzt haben wir, wenn keiner was sieht, dann durch. Also würde ich sagen, Stadt. Hinten ja. Ist frei. Dann ja, go, fahren go. Wir Stadt. Dann fahren wir Stadt. Das ist ein risky Move, ey. Ich hoffe, dass die uns da nicht entdecken. Ansonsten müssen wir no echt... No Kopfverfolgung. Ja, in dem Fall, ja, Racer oder Angreiferverfolgung. Ja, go, go, Limo. 120 ja, ballern. Ja, ich fahr 120, 119, 121. Okay, jetzt müssen wir trotzdem aufpassen. Statt des halt... Ey, wenn sie uns da entdecken, sind wir halt echt RIP. Können wir uns schon mal unsere Reparaturpunkte bereithalten. Ja, wir haben jetzt ja gut gespart. Ja, aber der erste Runde gibt's nicht so viel. War das weiter? Ja. Links Passant. Tja, ich habe ganz schön Staub bei mir auf. Hä, bei dem Format habe ich immer so übelstes Nervenkitzel irgendwie. Ich weiß auch nicht so. Rechts Passant. Links nicht Passant. Nur du? Entschuldigung. Ja. Euch. Du euch. Ja, ja, Ruf oder Beschweiß nicht. Ja, ist egal. Also wenn wir die Stadt durchkommen, haben wir schon mal die halbe Miete, aber selbst dann ist es noch gefährlich, wenn sie uns dann trotzdem entdecken. Und die können ja auch ihre Leben opfern, um zu teleportieren, also auch immer noch gefährliches Spiel. Deswegen versucht auch bitte, die da vorne sind, echt keine Passanten oder Zivilisten zu rammen, weil stehende Fahrzeuge sind halt echt RIP. Der Nebel. Nein. Bleib doch noch ein bisschen, der hilft uns gerade ein bisschen. Hand links. Na, solange jetzt nichts ist, der Escalade hinten dran, Farox ist es, glaube ich, ne? Genau.
ein bisschen Abstand zur Limo lassen, falls halt doch irgendwie ein Stau-Effekt entsteht oder so, dass du den da nicht reinknallst, solange jetzt kein NPC in der Kurve, also Passant in der Kurve. Da kommt auch noch einer aus der Kreuzung. Das ist ja gefährlich. Vorsicht hinter mir. Bad links vorbei. Genau, hinterer Scout, ein bisschen wieder Abstand lassen. Und jetzt ist wieder die Phase, wo es wichtig ist, früh Infos zu haben. Und Vorsicht, Straßenbahn. Vorsicht, viele Passanten jetzt. Wenn der vordere R6, der vordere kommt Scout. Kommt der die Wolke gegen, Achtung. Wenn der vordere Scout. Weiter, Brokkoli. Vorsicht, Passanten. Auf Höhe Ausgang. Auf Höhe Ende Princess Street ist, also da, wo sie nicht mehr doppelspurig quasi ist vorne, wo wir vorher abgebogen sind. Damals. Passant, eine Kreuzung. Links. Oh, ist das irritierend. Hier fährt noch eine zweite Limo rum. Toll. Ja, wenn wir da sind, was dann? Ja, dann ein bisschen wieder aufschließen, dass du nicht zu früh uns ankündigst da. Und achtet auf die Straßenbahn, Leute, ne? Die darf uns jetzt echt nicht treffen. Das ist echt eine zweite Limo. Oh mein Gott. Oh, das ist doch scheiße. Das war gerade voll verwirrend. Naja, es sind halt ja, so Leute, die gerne Scout mitspielen möchten, aber... Herrgott. Ja, also fahr, da nochmal die... Da kommt was Rotes. Bei uns ist ein Roter. Ich weiß nicht, ob der zu uns gehört oder nicht. War das eine Corvette? Musst du da abbremsen? Ferrari oder Corvette zu uns? Wenn es eine Corvette war, war das die gleiche wie vorher. Passt auf, Straßenbahn. Ich sehe noch aktuell keine, aber... Besser jetzt nicht mehr auf den Schienen fahren, wenn es geht. So, jetzt kann der Scout wieder ein bisschen scouten vorne. Gucken, ob das rote Ding da zurückgehört. Kreisverkehr rechts rumfahren am besten. Gegenfahrtrichtung. Genau, also Deutsch. Wir fahren Kreisverkehr Deutsch. Der ist hier in die Wand gefahren. Ich glaube nicht, dass der zu uns gehört. Der gehört nicht zu uns. Ja, solange nichts angreift, ist alles easy. Ja, der war auch gerade gerüstet, also. Ja. Vorsicht, hey, wir haben, also das Risiko hat sich bis jetzt schon gezahlt gemacht. Wir haben so viel Meter jetzt schon gut gemacht. Ja, und jetzt achtet vorne, dass ihr rechtzeitig SS abbiegt. Aber ist ja noch ein Stück. Boah, ich bin so voll angespannt, ey. Ich zitter. Vorsicht, Passant. Dieser Nervenkitzel, das kann man als Zuschauer gar nicht verstehen. Deswegen ist auch dieses Geschrei manchmal hier so groß. Vorne kommt was Schnelles, sehe ich, aber das ja, glaube ich kein. Porsche, nee, ist einer von uns. Dann fahr zu uns. Dich vor mich der hat mich frontal erwischt. Boah. Holz. Warum backt mein Auto jetzt gleich gegen den Brückenpfeiler? Ist ja nicht normal. Der ist stehen geblieben. Durch. Oh, Mann. Oh. Hey. Boah, pass mal auf. Du musst schon sagen. Chrissy. Ja, du musst schon sagen, dass du. Schaut, dass ihr mir den Porsche da weg. Und ich bin auch nicht mehr vorne vor. Also das vielleicht willst Porsche. Du das mal übernehmen. Ich fahr rechts bei der Limo. Escalates, bitte nicht so fokussen auf den Ding. Mehr auf die Limo schützen. Aber wenn da einer kommt, dann könnte vielleicht auch noch einer kommen. Achtung, also Passanten von vorne wieder. Ich will vorne noch, für rechts noch vorbei jemanden haben. Ja. Sorry. Da kommt da einer. Porsche ist übernehmen. Oh, das ist der Porsche. Durchfahren, komm. Go. Da kommt der Nächste. Denkt dran, wir fahren gleich rechts. Ja, jetzt vorne die direkt, hier erst, die nächste rechts. Oh, sorry. Ah, nein! Ah. Ja, jetzt wird's nämlich stressig. Sehr gut. Immer einfach durchpushen. Ich versuche quasi so ein bisschen deinen Schatten zu machen hier rechts hier, rein. Achtung, da kommt von Offroad der Scout. Oh. Ja, egal, weiterfahren, egal. So schmerzhaft wird's nicht sein. Aua. 17. Porsche, komm wieder. Geht doch. Ich sehe jetzt, ich habe einen Baum auf mir. Ja, die werden jetzt voll Attacke machen, deswegen, jetzt müssen wir die Limo durch. Ich schütze, ich versuche mal rechts zu schützen. Ja, genau, den anderen Bodyguard will ich bitte links haben. Und zwar umgehend. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt geht's um die Limo. Scheiß auf euer Leben, es klingt zwar hart, aber es ist so. Ah ja, ich mehrere Passanten. Das heißt aber nicht, dass ihr. Ich komme, ich hab. Oh, da ist der Porsche. Tschüss. Vorsicht, links Scout. Scout darf Offroad attackieren. Der Heavy portet sich, Achtung. Okay, ja, dann Escalates nach vorne, wenn es geht. Wir haben übrigens noch einen Kilometer. Ja, ich jetzt Camaro auch mal noch verloren. Tschüss. Ich möchte Der Heavy kommt jetzt. Kommt, der kommt von links. Sehr gut. Alles gut. Ah, Vorsicht, wenn ihr umkehrt. Alle hinten. Ich versuch. Ich deck mal deine linke Flanke. Ja, passt. Lass uns scouten.
gleich da. Durch. Wir sind eh gleich da. Jetzt aufpassen und nicht mehr unnötig crashen. Ach, dann der Porsche nochmal. Nee, ist vorbei. Ich bin jetzt, ja. Safe Zone. Nicht mehr crashen. Das ist alles Schaden, was wir sonst mitnehmen müssen. Wie viel Schaden hast du jetzt? Ich Motor? Bin bei 27,8. Okay, und vorher hast du ja 0, denke ich mal. Oder unter 10 ja. zumindest mal. Das heißt, du hast jetzt, also haben wir 8 und 6 macht 14 Reparaturpunkte. Das gehen wir gleich mal durch, was wir reparieren können. Ja, war aber doch gut. Also es hat sich ausgezahlt gemacht, glaube ich, das Risiko zu gehen. Genau, passt. Wunderbar, sehr gut gespielt. Jetzt gibt es die dritte und letzte Stage. Die kann es nochmal in sich haben auf jeden Fall. Und mal gucken, ob wir es schaffen oder ob die Racer jetzt einen tödlichen Schlag setzen. Wir werden es rausfinden. So, letzte Stage dieser ersten Runde und es geht vom VIP-Hütchen ja, runter zum Festival. Und die Route, die man da sieht, ist tatsächlich auch die Route, die wir fahren wollen. Wir fahren jetzt einfach die direkte Route durch, durch dass die erste und vor allem die zweite Stage sehr gut liefen und das Team sehr gut gespielt hat, gerade jetzt hier im letzten stressigeren Abschnitt. Haben wir viele Reparaturpunkte gehabt, 14 an der Zahl. Damit konnten wir tatsächlich alle Fahrzeuge bis auf einen Camaro reparieren. Das haben wir auch gemacht. Natürlich, die Limo haben wir auch nicht repariert, die darf man nicht reparieren, aber genau. Das heißt, wir können aus voller Kraft schöpfen und genau das wollen wir ausnutzen, dass wir eigentlich fit sind und wir jetzt quasi alles auf eine Karte setzen, alles auf einen Faustschlag setzen. Wir versuchen einfach hier so als Speer sozusagen durchzubrechen. Und einfach die Limo irgendwie, wie es geht, ins Ziel zu bringen. Es gibt natürlich hier ein paar sehr kritische Stellen. Aber wir versuchen es einfach mal. Gut, ich würde auch sagen, wir palabern nicht lange drum rum. Wir wollen direkt zur Action springen, deswegen gebe ich das Startsignal. Und dann schauen wir mal. Dann, ja, go, go! Ja, wichtig ist jetzt wieder viel, viel Meter machen am Anfang. Dann kriegen wir das schon hin. Auto links in der Kurve. NPC. Ray, magst du vorfahren? Ja. Ja, ich erwarte den Scout jetzt auch schon direkt da irgendwo. Achtung, scharfe Kurve. Oh ja. Geradeaus von der Kurve ist ja nicht so gut, sei nicht gut. Ich bleib mal ein bisschen da neben dir, nicht erschrecken. Ja. Ein bisschen auf Scout-Angst habe. Fahrzeug NPC links. Wie schaut's beim hinteren RS6 aus? Die ist alles sehr spannend. Fallen. Die müssen jetzt gleich da vorne kommen, 100 pro. Sonst verzweifle ich ja. an der einer Taktik. Hier, einer ist hier, der Heavy. Linke Seite. Jungs, ihr seid mir ein bisschen zu weit weg. Zumindest die Bodyguards auf jeden Fall. Ja. Okay, Maro, acht mal ein bisschen hinten. Versuch mal hier vorne direkt. Der Heavy macht Stress. Ja, egal, dann wegdrücken. Vorsicht, wir brauchen eine klare Linie. Vorsicht. Ist jetzt die Limo. Ich bin vorne. Genau. Ich bin vorbei. Ich Vorsicht, lass ihn nicht in den Reifen. Der Heavy. Fuck, es kommt diesen NPC. Danke, Ray. Ich mach gar nichts. Oder nice Fiber. Achtung, der Porsche kommt von vorne. Setz dich vorhin und bremst. Porsche hat sich vorhin. Wir drücken jetzt einfach die Limo durch. Ist doch scheißegal. Der Camaro vorne ist gerade ganz hinten, hab den Porsche. Jetzt wurden wir ausgeklappt, Leute. Haben die Limo verloren. Die Limo ist hier. Porsche hinten. Fahrt mal den. Porsche, Limo ist wieder vorne. Stopp, Vorsicht. Verdammt, sorry. Ja, sehr klein, Lexen halt super. Yippie! Jetzt kommt die Brücke. Ja. Der Weg fährt an. Ja, vorne jetzt, wir müssen die Limo ein bisschen durchdrücken. Der Scout. Egal, Brücke Scheiße, überlebt. Ich hätte den Porsche in die Brücke so. Ich würde eigentlich schon fast sagen, dass ich die Heavies bitte als Sandwich haben möchte. Oder zwei RS6. Ja. Ja, aber die Heavies, nee, ich würde, brauchst du nicht. Brauchst nicht. Okay. Es reicht, wenn ich jetzt da bin und dann nochmal einer nebendran wäre ganz gut. Kommt von dem Weg. Der Scout ist auf jeden Fall noch dran. Ja, aber der macht nichts. Ist egal, der drückt nur. Ja. Und ich halt dagegen. Irgendeiner drückt mich jetzt halt vor. Okay. Oh, ja, das war aber ein Ultra-Netzwerk-Leck gerade, oder? Ja, ja. Ich hatte es mit 160 vorgedrückt, 150. Ja, der Porsche von vorne, Audi von links. Gut, Audi. Entschuldigung. Ihr bremst gerade die eigenen aus, Escalade. Jetzt, entweder du stellst dich jetzt links hin oder du bleibst vorne. Boah, der war fies. Ja, das
Vorsicht, ich komm einfach jetzt nicht vor, an die Klippe. Weil der Eskelett die ganze Zeit in die Seite knallt. Nicht die eigene Limo wegdrücken. Vorsicht. Jetzt geht. Ich hab grad mal so ein bisschen den Porsche im Visier. Sorry. Versucht mal über die Limo es. Yes. Schieb mal den Porsche da hin. Jetzt müssen wir die weg, sonst setzen die Limo fest. Komm, voraus, 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 voraus. Sehr gut. 60. Stell dich in der Steinmauer fest. Komm. Es ist so ein stressiges Format, ey. So. Die Limo ist halt allein da vorne gerade. Mit den Angreifern. Ja, das war's. Nee, war's nicht. Ja, Glück gehabt. Oh, was? Ey, das müssen wir echt nochmal, glaube ich, echt üben, ey. Das mit diesem Durchdrücken, das klappt irgendwie nie. Limo, komm mal her, wenn's geht. Na komm, ich komm zu dir. Jetzt irgendein R6 bitte mal auf die linke Seite von der Limo. Nicht mach die rechte Seite. Und wie war das? Bodyguard darf anschieben? Der Scout von der Porsche kommt. Nur wenn du festgesetzt bist. Ah, ja, genau. Oh, tschüss, Scout. So, ich komme wieder. Ey, der Caddy, ey, sag mal ganz ehrlich. Ich krieg den Porsche hier nicht weg. Oh. Ey, die zwei Schlafkappen da vorne, sorry, dass ich das mal so sagen muss. Ihr wisst schon, dass hier alle Gegner sind und nicht vorne. Jetzt fährt mir der Caddy jetzt schon wieder rein. Also ich muss da, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen ernster reden, weil das ist ja jetzt schon traurig. Wir könnten jetzt anfangen, den Porsche festzusetzen. Aber. Ich weiß nicht, ob das. Ach, bring lieber die Limo wieder in Wallung. Ja, eben. Schieb den Heavy mal bitte weg. Limo, sorry für die Worte gerade. Geld passt schon. Porsche weg, Porsche weg, Porsche weg. Limo ist das zentrale Element hier, alles andere bockt nicht. Achtung, wir machen den Kopf. Mauer. Ich mach mal die Limo. Porsche weg. Lass mal die. Achtung, Scout von vorne, Scout von vorne! Ja, ist egal. Soll er kommen. Nicht egal. Hat er gerade die Limo getroffen. Oh ja, ich hab den Heavy abgeblockt. Oh Jesus. Ja, ich hab gesagt, das wird eine richtig stressige Nummer hier, diese letzte Stage. Jetzt, wir müssen einfach die Limo durchschieben. Also nicht die Limo an sich schieben, sondern alles, was sich im Weg stellt. Escalate! Ah. Oh, Scheiße! Jemand möchte mal bitte den kleinen Porsche in Kasse 9 abholen. Ich kann ja gar nichts machen. Ich werde bloß von den eigenen Leuten links nach rechts geschoben die ganze Zeit. Ich kann mich ja nicht mehr mal bewegen. Achtung, Scout, komm wieder, ich verstehe dich absolut. Die Runde werden wir jetzt auch nicht mehr schaffen, wenn das so weitergeht. Ja, ich habe so viel Prozent, muss ich schauen. Ja, super. Jetzt ist der Scout im Frontteil der Limo angespannt, eingebombt. Ich kann nichts mehr machen. Da. Oh, ich hab den Heavy geblockt, Limo, probier das. Der Scout wieder kommt wieder von vorne. Ja, kann ich nicht ändern, weil ich. Ja, ich schieb mich wieder runter, das ist für ein Arsch, Alter. Das tue ich. So, die Limo jetzt zurückfahren lassen. Das müssen auch die Racer machen. Wir dürfen hier nicht attackieren. Na, der Scout, der nimmt ordentlich Anlauf. Oh, Junge, ey, der sollte dich jetzt aber halt auch schon. Ja, klar, nimmt der Anlauf. Ich glaub, die lassen dich halt überhaupt nicht auf die Straße zurück, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Oh, fuck. Yes. Alter, ich komm keine wieder. Ja, dann auf setzen die wir die jetzt halt fest. Das gibt's doch nicht. Okay. Das jetzt. Oh, okay. Auf. Nicht hupen, wenn ihr den nicht festgesetzt habt. Das verwirrt nur. Ich halt rückwärts hoch, das war aufgestanden. Komm, aus Versehen, weil ich gerade die Lenkung gedrückt habe, bin kaputt. Ich habe halt überhaupt keine Übersicht mehr. Keine Ahnung, wo was ist. Nee.
Ja, die Heavy ist noch vorne, steht bei uns. Der Scout wieder vorne. Der Scout ist wieder nach vorne. Und der Limo ist vorne. Macht's auch. Limo fährt gerade. Vorsicht. Linke, links. Ich bin links von dir gerade. Ja. Du musst aber da abprobieren, an dem Porsche vorbeizulenken und nicht einfach mitten reinzufahren irgendwie. Wahnsinn, steht schon wieder. Oh, Jesus. Und der Eskelett davon steht im Rückfahrscheinwerfer rum und macht gar nichts mehr. Nee. Ich habe 91%, ich bin raus. Super. Jo. Tschüss. Ich stell mich da mal rüben. Stell mich da hin. Jetzt ist frei. Oh. Ja, das Problem ist halt, die lassen dich halt auch nicht zur Straße zurück. Schon die ganze Zeit. Ah, kurz vor 90, kurz vor 90. Hilf mir mal, einen Porsche festzusetzen. 89,8. Am Stein. Ja, komm da jetzt am Stein. Komm. Ich hab den Heavy. Scheiße. Wir haben den Heavy festgesetzt. 89,8. Oh. Ich kugel mal eine Runde. Das Problem ist halt, sobald die Limo zu viel Schaden hat, kommen die nicht mehr auf den Fleck. Leider. Uff. Okay, Scout wieder. Ich hab den Scout abgeblockt. Der Scout ist der einzige, der Offroad attackieren darf. Und der ist der einzige, der auch von der Straße attackiert. Das ist irgendwie schon ein bisschen schade. Lass ihn immer zurück jetzt. Ja, vorne. Könnt ihr mich sandwichen vielleicht? Wäre das vielleicht möglich? Das und Scout, vorne den Scout schon wieder. Oh ja, komm, Sandwich, einer ja, noch rechts. Ja, ich versuche ja die ganze Zeit mich reinzuwerfen. Ich bin halt jetzt gleich auch tot, wenn das so weitergeht. Also, so kurz vorm Ziel, das kann doch nicht sein. Scout wieder. Ah. Ich bin raus. 91,5. Ja, also gut, dann aufgeben. Anhalten, aufgeben. Ja, schade. Ist egal. Ist so, wir hatten zwei geile ersten Runden. Die dritte war... Es war ein Risiko. Es war klar, dass es super schwierig wird hier, gerade im Berg hoch. Und das hat wieder auch mal gezeigt, dass es nicht geklappt hat, weil sobald die Limo Schaden hat, hat die einfach zu wenig Bums, um hier hochzukommen. War dann gut gespielt von den Angreifern, deswegen muss man auch mal Respekt an die dann zollen. Wir haben es schlecht gespielt als Team. Wie gesagt, ich will jetzt nicht, dass es falsch rüberkommt, mit dem Finger hier rumzeigen. Es soll einfach, ich versuche da einfach nur irgendwie da einen Tipp zu geben. Ich will mich da auch in die eigene Nase fassen. Es war bestimmt nicht alles super von mir gespielt. Aber sei es drum. Viele von euch haben jetzt nochmal die Chance, es besser zu machen, denn es gibt jetzt natürlich nochmal die zweite Runde. Ich werde jetzt zu den Racern wechseln, zu den Angreifern wechseln. Und dann schauen wir einfach mal. Deswegen nicht verzagen, einfach weitermachen, Erfahrungen mitnehmen. Ich hoffe, es unterhält trotzdem. Und ihr seht ja, glaube ich, das Format ist einfach das mit der größten Anspannung, mit dem größten Stresslevel. Und ja, man hat es, glaube ich, eindeutig wieder gesehen, warum. Ja, deswegen Seitenwechsel und bis gleich. So, die Seiten sind getauscht. Mit mir dabei habe ich den Darf Seine Gut und den JK. Wir werden jetzt die Racer sein. Und die Kolonne auch ein bisschen vielleicht ins Schwitzen bringen. Ja, ich bin der Heavy, der auch irgendwie der Attacker sein kann. So ein Urus-Konzept ist schon sehr sportlich unterwegs. Aber ja, der Attacker hier mit seinem McLaren 650 ist natürlich nochmal ein bisschen vielleicht sportlich. Und hast du Offroad-Reifen drauf? Ja, das sind Offroad-Reifen. Uff, du weißt schon, dass wir nicht Offroad fahren. Ich habe extra keine Offroad-Reifen drauf. Okay, alternative Taktik, ja, kann man vielleicht so sehen. Sei es drum, den Scout sehen wir jetzt nicht, ist aber, glaube ich, ein RS200, oder? Lancia. Ah, der Lancia, der Stradale. Ja, der genau. 37. Ja, ich hab's nur flüchtig gesehen. Ja, bevor wir starten, wir spielen ja dieselben Runden nochmal. Sprich, es geht jetzt wieder von hier CVR-Startpunkt zu Fetch Corner runter. Wir starten jetzt hier und ja, hoffen einfach mal das Beste. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Labern können wir dann gleich noch viel, wenn wir sie nicht finden. Ich hoffe, wir finden sie. Deswegen würde ich sagen, ich gebe jetzt einfach das Startsignal. Und dann geht's los. Viel Spaß. Da bin ich im Sand aber richtig festgehangen. Was man aber zu den Offroad-Reifen sagen kann, dadurch, die haben quasi denselben Grip wie die Rennreifen, wenn du den Reifendruck auf 1,0 bar stellst. Aber dann kannst du halt mehr Leistung reinpumpen. Ich widerspreche da jetzt einfach mal, aber gut, wenn es dir hilft, dann... Ja. Die sind schon schmieriger, einfach von sich aus schon. Und die bauen halt auch super schnell ab und so, also... Ja. Verstehe. Ist egal, solange es zum Erfolg führt, ist doch Bums egal, wie man die Dinge aufbaut. So. Wir dürfen auf 2 Kilometer ran, ne? Nicht vergessen. Nicht, dass du zu nah anfährst. Ja, ich bin jetzt erst bei
Komischerweise 5,7, jetzt 5,8, genau, falsche Route. Also ich sehe sie auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht sind sie auch nach Süden raus. Ich halte einfach mal die Straße hier. Ja, da ist schon mal einer. Ja, die sind Castleview. Ja, Castleview. Castleview. Dann drehen wir mal rum. Castleview nach Süden runter. Also auf nördlicher Flugplatz zu. Ich mach gleich all in, ne? Haben wir ja gesagt. Ich halte sie mal ein bisschen auf, bis sie Zeit spielt, dass sie rankommt. Also sie sind noch in dem Bogen bei Castleview. Ach, da noch? Ja, also sie sind noch nördlicher Flugplatz, wenn du so willst. Also noch vor dem nördlichen Flugplatz. Komm ich ja easy ran. Ja. Deswegen habe ich ja auch, wir schicken einfach den Attacker immer auf den weitesten Weg setzen, dann der kann am einfachsten wieder zurückholen. Die bleiben auch übrigens auf der nördlichen Flugplatzstraße, also fahren nicht runter auf den südlichen. Mal gucken. Ja, da wäre ich zur Gedächtnismauer gekommen. Ich muss noch eine weiter. Aber hab ich schon so viel Schaden? Nee. So, ich bin jetzt auch dran. Soll ich auch mit direkt drauf gehen? Ja, wir machen voll Kasalas. Jo. Klingt ja nichts. Denk dran, du darfst auch Offroad attackieren. Am besten nicht mich. Ja, ich hab verzweifelt die Nummer gesucht. Alles gut. Ein nördlichster Flugplatz endet in der Driftzone, wenn du so willst. Oder, okay, ja. Wir fahren direkt an den Strand durch quasi. Wenn ich das richtig sehe. Kommt der Zug von irgendwo? Oh mein, war das gerade knapp. Ich hab dich leider jetzt verloren. Ja, ich bin dran. Shit. Ich hab genau zwischen den Cops gehalten. Wir fahren aber jetzt auf die Demo. Jawohl. Ja gut, die fahren Richtung Strand. Die ziehen durch, jo. Die sind nur gerade so langsam geworden vor der Kurve, deswegen. Also ich habe erstmal der Limo wahrscheinlich schon mal ein bisschen Motorschaden gebombt. Alles gut. Aber gucken, meistens ist es so, dass die Cops in der zweiten Runde ein bisschen besser spielen wie in der ersten. Deswegen sollten wir versuchen, die Limo in der ersten Runde rauszukriegen. Ja, und ich habe gar keinen Grip gegen die. Krass. Das ist interessant, also die haben mehr Grip. Also ich komme gar nicht durch, die drücken mich einfach weg. Ich habe keinen Grip mit dem Dings. Vorsicht. Versuch den Kopf noch ein bisschen zu mobben. Boah, jetzt muss da so ein dummer Mini im Weg sein, ne? Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu stark bin. Mini! Ey, ich habe keine Chance, ey. Die sind mir aber zu stark, die Bäumels. 2,4 Kilometer. Keine Chance tatsächlich. Die drücken mich einmal weg. Warum haben die jetzt so viel Grip? Vorher war es genau umgekehrt. Ich hatte vorher keinen Grip. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin in dem Auto, was keinen Grip hat gegen die anderen. Ach Gott, schieb mich da nicht runter. Ach komm, scheiß drauf. Super. Ich komme von vorne. Na, wir dürfen uns jetzt jede Runde quasi neu reparieren. Ja. Handbremswende und ihn sieht der Limo rein. Irgendwie, die Limo ist jetzt auf knapp 1,3 Kilometer ran, glaube ich. Ja doch. Fuck, alles getroffen, außer die Limo natürlich. Oh, nein, ein bisschen Schaden. Das ist jetzt glaube ich, gleich Safe Zone, oder? Ich habe jetzt leider die Route nicht im Ziel. 666 Meter. Das war's. Alter, bombt mir halt noch hinten rein. So, okay. Ja, wunderbar. Und ein bisschen jetzt wir haben wir vielleicht was immer hingekriegt. Ich muss auf jeden Fall das Getriebe ein bisschen kürzer machen bei dem Ding. Also ich glaube, wir hatten zwei Frontaltreffer, oder? Ja. Also ich habe nicht getroffen. Bei also der Limo. Ich einmal und Jackie einmal. Ja, der kam ja quasi von da oben einmal runter. Und dann bin ich zwischen den Cops mehr oder weniger Glückstreffer einfach durch. Und voll frontal rein. Okay, ja, sehr cool. Ja, dann soll das die erste Stage der zweiten Runde gewesen sein. Dann gucken wir einfach mal, wie wir es in der zweiten Runde uns anstellen. Schauen wir einfach mal, wenn wir wieder ein bisschen Druck machen können. Wir finden es raus. Bis gleich. So, zweite Stage der zweiten Runde steht an. Erneut geht's von Fetch Corner, also von der Strandhütte, zum VIP-Häuschen und unsere Strategie ist gar nicht so ausgebufft eigentlich.
Der Scout muss ich jetzt einfach entdecken. Ja? Also, wenn das schief geht, dann geht's halt schief, dann sterben wir halt mit der Taktik. Ansonsten versuchen wir halt gerade so ein bisschen die Seite hier rechts ein bisschen abzudecken. Wenn sie jetzt halt über Süden fahren, ja, mein Gott, dann ist es so. Wir werden schon irgendwie schaukeln. Ich würde einfach sagen, wir sagen, let's go! Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch da. Wow. Ja, die Zivilisten bauen auch hier einen Unfall am anderen. Bockt uns nicht. Versuchen sich auch gegenseitig aus dem Leben zu nehmen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das Format ist halt echt eins der, gerade auf Seiten der Cops, echt super angespannten Formaten. Wir haben es ja vorher gesehen in der letzten Runde. Also mir tut es auch immer noch leid wegen meiner Aussage, dass sie gesagt haben, nicht schlafen da vorne oder ihr Schlafmützen oder was ich gesagt habe. Aber in dem Moment, weißt, siehst du einfach da so zwei Einheiten von dir einfach da vorne rumchillen und hinten brennt die Hütte. Haben wir auch gerade eben nochmal im Schnitt nochmal ein bisschen diskutiert. Also das ist absolut verständlich für alle und so weiter. Aber wir sind allgemein nicht so happy tatsächlich, wie das Format immer läuft auf Seiten der Cops, weil das einfach immer so Stress ist. Und ja, ist halt dann immer ein bisschen schwierig. Go, go, go. Und ja, deswegen kann es sein, wir werden vielleicht am Ende der Folge nochmal kurz was dazu sagen, aber es kann sein, dass VIP erstmal vielleicht sogar dann ausgesetzt wird. Weil irgendwie in der Aufnahme ist es einfach immer nur Stress, Stress, Stress. Das kann man sich als Zuschauer gar nicht vorstellen, also wirklich nicht. Sie fahren die Delfinstraße. Okay, dann ist wichtig, wie sie weiterfahren. Sobald du die Limo siehst, ist sowieso Ding aufgehoben. Da kannst du richtig ranfahren, ja. Ne? Moment, ich. Ja, sie. Du fährst jetzt mit mir Autobahn und dann fahren wir Autobahn weiter runter. In der Delfinstraße. Ja, okay. Also nicht auf die Windparkstraße. Ja, ja, ich denke mal, die werden zur Autobahn wollen. Das haben wir vorher schon gedacht. Deswegen hätte ich jetzt nämlich auch gemacht als Alternative zu vorhin. Deswegen fahren wir jetzt einfach Autobahn runter und hoffen, dass wir ihnen entgegenkommen. Ich bleib dann aber erstmal parallel, ne? Ja, ja, du machst noch keinen Angriff. Erst wenn wir safe wissen, wo sie sind. Sag, wenn sie Autobahn, Auffahrt, Abfahrt sind, da. Ich bin da nämlich schon gleich. Also sie sind jetzt bei diesem gestrichelten Asphaltweg und sind dann gleich bei den Auffahrten. Ja, bin ich jetzt auch. Da ist auch schon der erste Cop. So, fahren jetzt auf. Nein, wie knapp, ich hätte ihn fast vor komplett getroffen. Wie schade. Okay. Ey, das ist krass. Selbst der Camaro mit Hinterradantrieb hat mehr so Grip als ich. Das geht so gar nicht. Ich häng erst mal der Limo. Versuch die jetzt. Ja, wir machen direkt Attacke. Es ist scheiß drauf. Vielleicht versuchen die Limo irgendwo gegen so einen Pfeiler oder so zu quetschen. Schon dabei. Oh, das hab ich dich getroffen. War nur 5,3, alles. Aber ein bisschen auch Limo. Ey, das ist krass, selbst die Limo hat mehr Grip. Ja, wenn wir beide drücken, wird das nicht funktionieren. Links oder rechts? Ja gut, ich dachte, das wäre jetzt der RS6, weil zwei davon sind aber weiß. Ja, ich bin weiß. Die sind irgendwie schwarz bei mir, deswegen ist das vertreten. Wer ist die Limo? Ich sehe sie gar nicht. Hier hinten. Wow. Das ist krass. Also der Urus hat einfach, also der hat eigentlich Grip, aber kein Grip im Knautschduell, sag komm, ich jetzt komm, mal. Komm. Nein! Ich krieg's nur quer gedrückt, weil ich nicht weit genug vorne dran bin. Wie? Nein, wieso bremst du jetzt? Nicht schon wieder? Komm, wir haben jetzt so viel Schwung an und dann... Ja, das ist krass, die Camaros haben so... Nee, das ist sogar ein erstes Ding. Ach, war das zurücklassen, ne? Ja, wenn sie richtig Offroad ist, ja. Bevor die mir jetzt dann noch auf die Fresse geben. Ist mir jetzt egal, ich mach jetzt hier einfach. Achso, und ja, gut, nicht Offroad, dann raus. Oh, hallo Lancia. So, die fahren jetzt E-Verbindungsstraße. Sorry. Nein, drück mich doch nicht gegen den Baum. Du R6, du. Jetzt zurücklassen. Ja. Und wieder drauf. So, jetzt müssen wir uns halt, wenn wir beide sind, müssen wir uns halt einigen, wohin. Aber das Problem ist, jetzt sind wir mitten in der Pampa. Das heißt,
bringt nichts. Versuch die mal einfach ein bisschen aufzuhalten. Ich versuche von vorne mal ein bisschen Schwung zu holen. Okay. Easy auf der Bremse gelatscht. Steht instantly. Das Problem ist, der Escalade verfolgt mich. Was soll er halt machen? Ja gut, die haben mich jetzt halt im Visier. Das ist halt jetzt so ein bisschen doof. Okay, der Escalade ist nicht direkt vorne vor. Aber ich kann mal versuchen, die so ein bisschen... Ach, wundert. Ah. Nee, geh weg, du Scheiße, einfach nur. Wunderbär. Wo ist denn die Limo? Ich erkenne die gar nie. Ja, das ist jedes Mal dasselbe. Jetzt links Offroad. Ja, das ist jedes Mal dasselbe. Ey, ich erkenne die Limo immer viel zu spät. Warum kann ich einen Escalade wegschieben? Ja, ist doch geil. Ich kann keinen wegschieben von den Herrschaften hier. Ich fühle mich irgendwie wie so... Ich fühle mich richtig gemobbt. Finde ich lustig. Ja, was glaubst du, wie ich mich hier für Dirt-Reifen, der mit dem 900 Kilo oder 1000? Ja, ich glaube, er hätte auch Dirt-Reifen machen sollen. Anscheinend kriegen die mehr Grip. Vielleicht die Klippe da runter schieben. Weißt du, was ich meine? Da vorne in den Wald rein. Von hinten rein. Von hinten, nicht von der Seite. Ja, ich will auch. Tschüss. Oh. Komm, nimm Baum mit. Ja, irgendwo ist sie. Ja, komm, lass sie zurück. Wir lassen sie zurück. Ich finde das so lustig. Ich weiß nicht, wie dieser Bug zustande kommt. Aber irgendwann backst du einfach in dieses Auto rein und ziehst es dann irgendwie 500 Meter weg. Ja, danke schön, RSX. Ja, das mega ist halt durch ein Netzwerkleck oder so. Ich versuche nochmal von vorne zu kommen. Wir haben noch ein paar Meter bis zum Ziel. Ja, noch 7,5 Kilometer. Oh, ich wollte gerade sagen, seit wann ist die Limo bitte in Camaro? Vorsicht, das bin ich. Tschüss. Na, schade. Ich finde es so lustig, wenn die sich einfach gegenseitig wegbolzen. Maschallah. Ja, das hatten wir ja auch die ganze Zeit. Das ist ja das Stressige an dem Format. Das macht halt als Cop, ist es einfach nur Stress. Nichts funktioniert, weil es einfach keine gute Spielmechanik gibt. Irgendwie was dagegen zu tun. Ist super denn nervig. Ey, der Camaro mit Hinterradantrieb hat 1000-mal mehr Grip als ich. Das ist echt traurig. Kann nichts dagegen machen. Ich fühle mich sicher in meinem Metallkokon. Ja, ist gut. Yes. Jetzt, now we're talking. Limo hat gerade leichten Traktionsverlust, oder kommt es mir nur so vor? Ja, keine Chance, wenn die mich sehen. Kann ich nichts machen. Oh, schade. Versucht die gerade noch ein bisschen hin und her zu fahren. Ich opfer mal ein Leben. Sag mir mal rechtzeitig Bescheid, wie sie weiterfährt, ob sie Richtung an der Kreuzung. Ob die hochfährt oder ob die weiter gerade ausfährt Richtung See. Ja, wir werden es gleich sehen, wenn sie auf die Bremse hämmern. Sie bremst, also sie biegen nach rechts ab. Okay, also Richtung Teststrecke. Ja, genau. Die dass ich mich dann in die falsche Richtung borde. Ja, passt. Geh doch weg, du Camaro, Alter. Denk dran, du hast auch noch zwei weitere Leben. Ja, genau, Wasserloch hoch. Ich halte das nur aus, ich habe erst 30%. Ja, Wasserloch bin ich gerade. Das gibt's doch nicht, wie knapp ich die immer verfehl, Mann. Ja. Achso, sehr gut. Boah, direkt 40%, das ist doch kacke, sowas. Komm, in den Baum. Na, scheiße, jetzt ist hier in die Pampa gerutscht. Tschüss, ne? Ich darf sie auch Offroad attackieren, ne? Du darfst immer, ja. Ah, scheiße. Wenn das Ziel ein Baum ist, darf ich sie auch Richtung Offroad drücken. Nur dann abbrechen, sobald es nicht geklappt hat. Ah, shit. Ist sie jetzt da vorne? So, 29,4%. Ich habe bis jetzt keinen weiteren Schlag abgedrückt. Wir müssen halt vielleicht versuchen, mal hinten rein zu knallern in die Limo, dass sie sich verschaltet oder so. Das macht immer am meisten Schaden. Ja, hey, mich dürft ihr auch zurücklassen. Oh Mann, ey. Geh weg. Ja, danke. Bitteschön. Ich treffe mal gerade so noch einen RS6. Gib die einfach mal so. Hey, jetzt nutz mal jetzt mal dein Leben und komm von vorne bitte. Das ist viel effektiver. Alright, ich beschäftige dich schon irgendwie. Fährt so weiter hier Teststrecke. Ja, die fährt ganz normal. Ja, ich bin jetzt. Ach man. Hey, das ist echt. Hätte ich das gewusst, dass der Urus kein Grip hat im Kollisionsdings, hätte ich den nicht genommen. Das ist ja übelst krass. Camaros haben gefühlt Allrad und Spike-Reifen oder so, die bewegen sich keinen Millimeter. Beißen sich in den Boden. Ja, nee, ich habe keine Chance. Sobald die mich blocken, bin ich geblockt. Ich kann gar nichts machen. Oh. Krieg ja nicht mal das Heck von der Limo weggeschoben. Elo, aua.
Okay, das ist ja mal mega krank in die Hose gegangen. Oh ja, schön. Ja gut, 21,6 Lenkung. Das hält mich aber nicht davon ab. Wow. Vorsicht. Netzwerk und Point hier. Er ist krass, die können mich halt easy peasy in jeden Baum schieben. Ja, ich bin raus. Was? Oh, er tot. 90%. Nein, die drücken mich easy peasy in jeden Baum rein. Das ist echt heftig, ey. Was? Moment. Oh, jetzt ist mir der scheiß LS6 reingehämmert von hinten. Nein! Ich port mich mal dahin und gehen die Drohnen. Nein. Aber nur für die Stage. Ja. Bist du jetzt raus? Ja, klar. Okay, gut. Dann hämmer ich jetzt erstmal noch mal ein bisschen auf die Limo drauf. Komm, Meister. Ja, die fährt halt aber auch wieder. Ja, jetzt schiebst du sie halt voll ins Ziel, ne? Weil die fährt ja jetzt aktuell mehr als. Keine Ahnung was. Na, scheiße. Das hat ja jetzt mega gut funktioniert. Ja, einmal kann ich hier noch entgegenkommen hier. Ja, gut, ich kann jetzt noch bis zur Kreuzung, aber dann auch nicht weiter. Nee, dann ist gleich links. Es ist halt schade, dass ich sie da so ganz knapp verfehlt habe vorhin. Mhm. So, die einzige Chance ist, wenn ich da mal einen Vollschlag reinmache, aber... Ja, dann müssen wir es jetzt halt wirklich auf die letzte Runde ankommen lassen. Von dem her passt es schon. Ich denke, die haben aber alle gut gefressen ein bisschen. Jo. Ja, gut, das denke ich auch. Und ja, mal gucken. Es kommt jetzt halt auch ganz drauf an, was für eine Route die fahren. Aber das werden wir schon rausfinden. Und dann würde ich einfach sagen, ja, auf in die letzte Runde dieser Aufnahme. Und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, die Limo noch zu stoppen oder nicht. So, erneut geht's vom VIP-Hütchen zum Festival, beziehungsweise wir haben es ja vorher nicht geschafft, leider. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie wir uns anstellen in der dritten Runde. Vielleicht machen wir jetzt 3 Runden Dauer-Action, schaffen es aber trotzdem nicht. Die machen nur eine Runde richtig Action und wir schaffen es nicht. Dann bin wohl ich der Schuldige, oder wir drei die Schuldigen, im vorherigen Cop-Team gewesen. Das müssen wir dann so hinnehmen. Ja, das ist dann so. Sei es drum, ich würde sagen, wir starten einfach und gucken mal, wie es läuft. Wie immer, wir setzen alles auf den Scout. Und ja, wir finden schon raus. Wieder gar kein Druck auf mir. Ja, gar nicht. Nein. Nee, es ist aber echt wichtig. Der Scout ist so wichtig eigentlich in dem Format. Wenn der Scout guten Arbeit macht, dann ist es schon sehr viel wert für die Racer. Wenn ich jetzt noch mehr Grip hätte als die Camaros, dann wäre ich auch... zufrieden, ey. Ja, echt ein bisschen schade. Aber sei's drum. Wollte halt mal was anderes nehmen als Heavy. Ich habe vorher schon gesagt, hätte ich vorher als Cop mit dem R6 die Racer so wegschieben oder drücken können, dann wäre das, glaube ich, easy gewesen. Hätten wir die easy weggedrückt. Aber ja, manchmal ist es halt so, ne? Ja, wollte gerade schon los. Komm. Spannend, ob du was siehst. Ich hoffe doch, ey. Hoffentlich fahren die jetzt nicht hinten rum. Gar kein Bock. Gleich wieder die Limo abcrashen. Gar kein Bock. Doch, da habe ich Bock drauf. Wenn ich sie mal treffe, abcrashen würde. So, jetzt müssen wir leider gleich anhalten. Wir sind gleich ran. Ja, ich gehe schon mal vom Gas. Ja. Siehst du sie nicht an der Kreuzung? Ich sehe sie noch nicht. Also... Ich kann relativ weit gucken hier. Aber sie sind noch nicht da. Oh, ich würde nicht so viel Zeit vergeuden lassen. Okay, opfer dein Leben. Warte. Oder? Warte, also. Ja. Sehe da was Schwarzes, aber das steht. Ja, Seit hinten. Nee, die fahren hin und komm. Hopp. Opfer dein Leben, port dich da irgendwo links auf die westliche Dingstraße, fahr da rüber. Guck, dass du nicht in die Safe Zone kommst, aber. Jetzt nicht zu nah schon ranporten, sondern wirklich, dass du entgegenfährst. Ich port mich so ein bisschen weiter nach unten, so Richtung Ambleside. Also, weil über Ding fahren die nicht, glaube ich, über die Highlands oben rum. Also, wenn, dann müssen sie da lang fahren. Und dann ist wichtig, du musst sich Kontakt zur Limo aufbauen. Dann kann ich durchbrechen. Ja gut, ich fahre gerade schon mal Halbgas, zweiter Gang, Bremse. Bin jetzt hier am Blitzer. Also, fahr quasi jetzt... Goliath vorwärts. Ist da was? Ne, das ist ein NPC. Es kommt da was gefahren. Das ist aber ein Passant. Noch ein Passant.
Also, ich glaube, ich sehe immer noch ein Eskelett. Ah ja, also, hier sind sie. Ein Kopf. Okay. Vorne weg zum Scouten und da ist der Rest. Sind gerade oben beim Mortimer's Pass. Ja, ja. Ja, okay, okay. Du musst dann auch, du kannst abkürzen über Mortimer's Garten als Scout. Mhm. Dankeschön, würde ich dir auch empfehlen. Oh, scheiße. Der hat mir jetzt richtig Schaden geballert. 44. Ja, egal, versuch sie irgendwie nur langsam zu machen. Oder so. Du hast dann im schlimmsten Fall nochmal ein Leben. Ja, ja. Und ich versuche da wirklich ganz schnell aufzuholen. Weil wenn die langsam sind, dann soll ich das vielleicht zufahren können, relativ fix. Und dann müssen wir gucken, dass wir wirklich die da irgendwie an den Klippen oder so dagegen halten oder irgendwas. Ja, wir sind jetzt soweit an den Klippen. Ich muss jetzt mal zusehen, dass ich die da irgendwie reingehämmert kriege. Ja, auch ausbremsen. Du musst sie langsam machen, dass wir rankommen. Ja, okay. Und auch der Scout direkt Druck machen. Mhm. Dann, wenn du dran bist. Muss halt leider auf der Straße fahren. Versuch mal so ein bisschen im Offroad. Jetzt sind wir hier bei diesem komischen Parkplatz. Alter, ein Escalade von hinten und einer von der Seite. Keine. Bei welchem Parkplatz seid ihr? Von Mortimer's Garden? Oder? Also wir haben jetzt noch 5,3 Kilometer zum Festival. Ich Alter, ist er ja übelst weit schon gefahren. Krass. Wow. Ich hätte mich auch boarden sollen, vielleicht. Piss dich, du scheiß Escalade. Dankeschön. Ja, ich bin halt noch Mortimer's Garden erst, ne? Ich brauche übelst lang, bis ich jetzt da bin. Okay, die Limo ist ja schon extrem lahmarschig. Komm, lass Papi durch. Passt. Also wenn ich jetzt über 90% Motorschaden habe, dann kann ich mich aber nochmal reparieren. Ja, du hast noch einen Lebenspunkt, hast du ja noch, ja. Ja, gut. Okay. Also noch 4,5 Kilometer, wir fahren gleich in Ambleside rein. Hä, wie schnell seid ihr bitte? Ja. Die haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h drauf. Sauber gefahren. Das ist ja krass. Also, dann hast du ja aber nicht gut aufgehalten. Ich krieg die nicht aufgehalten, wenn ich hier zwei Escalades, die sich beide an eine Seite von mir heften, und mich dann, oh ja, Ambleside, jetzt kann ich Druck machen. Ja, musst du auch, ey. Ich bin noch weit weg. Bombt die jetzt erstmal in so ein Haus rein? Yes, easy. Nice. Brauch noch eine Minute mindestens. Ah, scheiße, ich bin fest. Scout auch noch nicht dran, nehme ich mal an. Nee. So, wo sind die Ambleside ungefähr? Ich bin jetzt gleich Ambleside eingegangen. Ambleside schon, die sind jetzt in der Blitzerzone, die da rausgeht, dann zu den drei. Also bei der Brücke schon quasi. Ja, ja. Also oh, ich port mich jetzt ja, hier so zum Dreieck hoch. Krass, ey. Dann haben die richtig gut durchgezogen. Leck mir am Arsch. Henne, ja. haben wir. Wow, dann haben wir wirklich zu lange gewartet. Als ob ich jetzt in diesem kleinen Pissbaum hängenbleib. Oh. Mir selber okay. 30% reingeballert. Okay. Ich opfer mein Leben, es bringt ja nichts. Sind die schon auf der Auffahrt, nehme ich mal an? Ja, die sind gleich. Ich sehe sie jetzt auch, die biegen jetzt auf die Festivalstraße ab. Ja. Na, ich hätte mich aber vorher schon porten sollen, was soll der Scheiß, ey? Das bringt doch nichts. Mach weg, du Scheißkammer. Okay, einziges Leben, das muss jetzt reichen. Okay, ich nehme mal ein bisschen Anlauf von vorne und bomb den dann richtig in die Fresse. Geh weg. Vielleicht habe ich jetzt im Regen mehr Grip. Ja, dankeschön. Mega. Das Einzige, was du mir damit kaputt machst, Kevin. Nein, das bist du. Alles gut, die du Lenkung. Bist du. Vorsehen, vorsehen. Da ist die Limo. Nein, das ist ein Escalade. Nein, das eben, ja. Die verwechselt man jedes Mal. Das ist so nervig. So, gerade voll drauf halten, denke ich so, warte. War da nicht was? Es ist so stressig, dass ich keinen Grip gegen die habe. Ab. Mal gegen die Felswand hier. Warum wende ich jetzt hier oben rum? Mutz. Das ist nervig. Ich versuch mal zwischen euch. Nein! Sorry. Alles gut. Vorsicht, hier sind. Alter, das hier ist so eine Scheißecke. Wie du halt immer das hier. Das ist so krass, wie ich keinen Grip habe mit dem Teil. Und wie die auch immer noch so gut vorwärts kommt, ne? Ja. Ja, die spielen das halt echt gut, aber das ist auch echt immer so, die zweite VIP-Runde ist immer besser. Okay, die Limo hat sich für einen kurzen Moment jetzt erstmal nicht bewegt.
Geht weg. Geh doch weg. Ich sehe sie halt gar nicht, doch da ist sie. So, endlich mal Frontaltreffer. Schade, ich hätte jetzt auch noch einen reinkriegen. Ich hab 68 nur noch, ey, das ist doch scheiße. Gegen den Baum wäre geil. Ich hab ja keine Chance gegen die, ne? Können wir sie hier festmachen? Nee. Boah, Alter, die schieben ja mal komplett weg. So krass, ich hab keinen Grip, wie wenn ich nicht existent wäre. Moment, zählt das als festsetzen? Solange 21, 22, ne, ist nicht vergessen. Komm, die müssen nur ein bisschen an mich ranfahren, drücken sie mich weg. Ich hab sie gegen den Baum. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ja, eigentlich hätten wir sie jetzt. Also das war jetzt eigentlich 10 Sekunden. Ihr wird jetzt gehupt. Ja, ja, ja. Der Baum war's. Uff. Alter. Wir merken ja uns, Festival hochfahren ist Todesurteil. Ja, vor allem ein Netzwerkleck bei einem JK ist Todesurteil. Was hast du mit der McLaren gemacht? 87 Tonnen und Walzen als Reifen, oder was? Ja. Ja, aber das Ding ist... Ja, aber ich möchte mal dazu sagen, das beruht dann auf Gegenseitigkeit, weil zum Beispiel ich mit meinem Urus hatte nie nur einen Hauch einer Chance, egal gegen wen, überhaupt irgendwas an Masse. Also es ist gefühlt, wie wenn ich mit 0 Kilo gefahren wäre, weil selbst ein Camaro, der im Stand war, konnte mich easy peasy, wie wenn er Allrad und alles hätte, einfach wegdrücken, als ob ich gar nicht existent wäre. Also das war schon krass. Also deswegen, ich glaube halt einfach, manche Autos sind, wenn es um Kollisionsabfrage geht, ein anderes Grip-Niveau, wie wenn sie Kurven-Grip-Niveau, weil ich habe den extra auf Grip aufgebaut, das Teil, dass ich eigentlich genau bei solchen Sachen eigentlich Druck machen kann, aber ich war gefühlt wie Luft. Also ich habe diesmal wirklich versuchen müssen, an euch irgendwie vorbeizukommen. Deswegen, das ist halt echt dann wieder so schwierig und dann halt, wie ihr schon sagt, dann hat es was mit Netzwerk zu tun, ne, wer, was wird wie berechnet und dann ist die Kollisionsabfrage manchmal halt super weird und ich kann mir jetzt nur im Entferntesten vorstellen, wie das bei euch jetzt im Channel war, wahrscheinlich nicht gerade heile Welt. Und deswegen, ich habe es vorher schon angerissen, ich glaube, wir machen das da gleich auch den Punkt drauf. Es macht immer wieder Spaß, Multiplayer-Folgen aufzunehmen mit den Leuten, auch immer wieder mit neuen Leuten, auch wieder neue Erfahrungen zu knüpfen. Aber diese VIP-Aufnahmen, also jetzt an die Zuschauer gerichtet, laufen immer irgendwie nach demselben Schema ab. Man macht sich irgendwelche geilen Taktiken, man überlegt sich geile Routen und das ist auch das Tolle an dem Format. Aber wir, es kommt dann eigentlich zur eigentlichen Action, also zum Attackieren, dann bricht halt gefühlt ein Chaos aus, nicht im Sinne, weil wir nicht super geil organisiert sind, sondern weil man zum Teil die Übersicht verliert, weil dann eben Netzwerk mitspielt, weil die Absprachen dann zum Teil ein bisschen untergehen. Es ist ja immer irgendwie dasselbe und ich will auch nochmal an der Stelle betonen, ja, es ist gerade gegen alle Mitspieler hier, die nehme ich absolut in Schutz. Das sind die geilsten Leute, die es gibt, ja, also deswegen auch nochmal wegen vorhin, nur weil ich da einmal sage, hey, was schlaft ihr? Das darf auch umgekehrt gesagt werden. Ist auch schon besprochen worden, ja, also alles cool. Aber das ist halt so der Grund, dass wir jedes Mal diese Aufnahmen mit übelst viel Stress oder mit viel Stress in Verbindung haben, aus diesen Aufnahmen rausgehen und denken, boah, krass, man guckt dann zwar später gerne auf diese Aufnahmen, weil das Format an sich ja cool ist und ich glaube, es geht auch ganz vielen Zuschauern so, aber ich bin ganz ehrlich so mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen muss, liebe Zuschauer, ich würde VIP gerne mal bis auf Weiteres aussetzen, weil erstens mal brauchen wir doppelt bis dreimal so lang wie bei einer normalen Folge. Also wir haben jetzt für die heutige Folge, für euch schon mal, wir haben halt einfach über 3 Stunden jetzt schon wieder gebraucht. Nur für diese Folge. Dann hast du ein Stresslevel mit allen Mitspielern. Also das kann man als Zuschauer einfach nicht verstehen. Das ist einfach so. Das ist einfach, wenn du da nicht drinsteckst, ich glaube, jeder hier aus der Truppe kann, oder vielleicht, ich weiß nicht, ist jemand zum ersten Mal bei VIP dabei? Ich glaube, ja. Guter Einstand. Also, da könnt ihr ja mal. Nee, aber da kann ja jetzt einer von euch mal kurz sagen. Also, hättet ihr gedacht, dass es so stressig ist oder hättet ihr genau das erwartet oder seid ruhig ehrlich? Stress erwartet ja, aber nicht in diesem Ausmaß. Ja, man hat's gehört. Also, vor allem, Leuten. Selbst wenn es dann mal ein bisschen organisierter war von den Cops, kam halt das Netzwerk dazu und hat einfach die Limo unten heavy
normaler Sportwagen weggeschoben. Also, es ist halt schwierig. Das Ding ist, bei dem Format, am Ende des Tages läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass wir nach der Aufnahme eine Stunde lang nochmal nachbesprechen, nochmal sagen, ey, das hat nicht so richtig funktioniert, das könnte nächstes Mal vielleicht besser sein. Uns auch Gedanken über das Format an sich machen, wie man vielleicht ein paar Dinge verbessern könnte. Aber irgendwie tut sich nichts. Es ist immer das gleiche Gefühl. Es passiert nach VIP, so traurig wie es ist, es passiert super selten. Ich kann mich tatsächlich gar nicht dran erinnern, dass ich aus einer VIP-Folge rausgegangen bin und sofort gesagt habe, yo, war geil. Ja. Und das liegt aber auch nicht wirklich an euch oder an den Mitspielern. So, klar, in dem Moment denken sie, oh, wie dumm. Ey, jetzt stehen die da vorne rum, ne, so. Dann, klar, bringst du die Aussage, weil du voll in dem Stress bist und denkst, ey, komm jetzt her, Mann, wir müssen, ne. Und dann klappt's aber nicht. Und naja, jeder versucht ja so gut zu spielen, wie er kann. Und klar, vielleicht, wenn wir jetzt tausende Stunden reinbuttern und das perfekte Kolonnenkonstellation hinbekommen, aber dann spielt wie das Netzwerk mit oder das oder jenes. Und deswegen, seid uns echt nicht böse. Wir wissen, dass ihr das Format feiert wie Sau. Es ist auch zum Teil manchmal dann lustig anzuschauen. Aber das Schlimme ist halt, wir stehen dann unter so einem Stresslevel, Leute wie Andi oder ich, die halt dann so ein bisschen Schirmherren des Formats sind, die auch noch einen unglaublichen Siegeswillen haben. Ja, wir sagen das dann halt auch oder so. Und dann kriegen wir aber im Umkehrschluss wieder den Flak ab, ne, dass wir die bösen Buben seien oder so. Und naja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also wir wollen ja auch Spaß haben, alle wollen Spaß haben. Und ich glaube, das ist die Kernessenz, wenn halt dann wirklich nur am Ende eine mehr oder weniger anschaubare Folge rauskommt, dann ist es den Aufwand nicht wert, weil in der Zeit könnten wir halt wirklich zwei oder sogar drei andere Multiplayer-Folgen machen. Das ist auch der Grund, warum morgen zum Beispiel keine Multiplayer-Folge kommt, warum wir keine Bonus-Folge aufgenommen haben, weil das so viel Zeit kostet. Deswegen, ich würde das Format mal ruhen lassen, vielleicht einfach mit einem anderen Schatz oder in Motivation an die Sache rangehen, vielleicht wirklich irgendwas dran ändern. Weil an sich finde ich diese mit Routenplan und wie fahren wir und so, das finde ich irgendwie cool. Vielleicht kriegen wir da auch irgendeine Möglichkeit hin, das hinzubekommen. Aber wartet nicht, dass das jetzt irgendwie auf die Schnelle passiert. Ich würde einfach sagen, wir lassen das Format jetzt erstmal ruhen und kümmern uns um andere Formate, die da noch so anstehen. Kleiner Spoiler an der Stelle, Länderduelle sollen bald starten. Und solche Dinge stehen ja auch noch aus. Und deswegen, jetzt haben wir auch, glaube ich, ein bisschen Überlänge erreicht durch das Geschwafel am Ende. Aber wir wollen einfach euch als Zuschauer das auch noch mal ein bisschen mitteilen. Ich bedanke mich noch mal herzlich bei allen, die heute dabei waren, bei allen, die immer bei VIP-Folgen dabei waren. Und ich glaube, jeder, der, wie gesagt, dabei war, der weiß, von was wir sprechen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr, egal wo ihr jetzt geschaut habt oder wenn ihr alle Schichten geschaut habt, dass es auf jeden Fall trotzdem unterhalten hat. Also es gab viele lustige Momente, das will ich gar nicht abstreiten. Aber einfach die Zeit und der Stress und das alles ist es dann irgendwo, glaube ich, nicht mehr wert, das so, wie es jetzt ist, weiterzuführen. Deswegen vielen, vielen Dank für ja, den Support und euch hoffentlich auf den Support weiterhin bei den anderen Formaten. Wir sind's aber raus an der Stelle. Macht's gut, bis denne. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.